Hallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scarlet Nexus. Diesmal Folge Nummer 19 von mir, dem Huber, hier auf HuberTube. Und ja, was soll ich sagen? Nach wie vor gute Laune-Woche. Also habt viel Spaß und Freude. Das ist nämlich das Wichtigste hier. Zusätzlich zu was Kaltem zu trinken, was Leckerem zu essen, während ihr diese Folge genießt. Letzte Folge war sehr farminglastig. Das ändern wir hiermit sofort, augenblicklich und ohne weitere Verzögerung durch Inkompetenz. Also fast. Wo ist denn dieses blöde Menü-Dingsenbumsen? Wie komme ich hier raus? Ich will hier raus. Ich will doch hier nur raus. So, Karte, Weltkarte. Kikuchiba, Einkaufsviertel, let's go. Ich weiß deswegen auch immer noch nicht, was eigentlich abging. Ich glaube, Luca will mit uns reden. So, weil irgendwas war. Ja. Ja. Ah. Erinnerungen kommen zurück. Ja, machen wir. Gar kein Problem. Also machen wir schon mal Pyrokinese. Oh ja. Fieser Vogel. Aber wirklich fieser Vogel. Oh Mann. Die haben im Schritt quasi das Gesicht, ey. Das Spiel ist immer so böse. Tschüss. Oh, du darfst dir das im Detail so häufig gar nicht angucken, ne? Weil einfach immer nur eklig. Heilige. Haben wir wieder zu viel oder was? Squash-Schläger? What the hell? Was macht denn bitte ein Squash-Schläger? Haha. Oh Gott. Doppelpoole. Gut. Aua. Das hat denen aber richtig wehgetan. Ich glaube, ich muss mit der Hellsicht mal schauen, was da so abgeht bei denen. Okay. Haben die sich gerade geklont, die Viecher? Die Doppelsicht hat halt gar nichts gebracht in dem Case. Und wir waren zu langsam mit unserem Angriff. Danke gern. Ja, gut. Oh, hallo. Kikuchiba, Umwelt. LT hätten wir da was kaputt machen können. Außerhalb des Kampfes? Ganz strange. Da ist noch ein schönes Item. Nehmen wir mit. Und scheinbar müssen wir storytechnisch hier hin. Okay. Dann redet mal. Ich glaube ja. アリス一条さんも怪異化したそうなんです。兄と吹雪さんはアリスさんが怪異化した原因を調べ始めました。その過程でニューヒムカ政府の人格矯正や怪異化技術、各都市の監視システムに気づいたんです。Ich höre ihm zu. Ich versuche zu folgen. アリス一条って、アリスおばさまのこと？ Der Name kommt mir bekannt vor. 花火のおばさんに当たる方らしいですね。一条。何か聞いていますか？うん、海抜軍に入って二十歳で除隊する予定だったのに殉職してしまったって、うん、だから私がスカウトされた時も大反対されたの。でも法律でスカウトは拒めないから。やだん。お、データベースからアリス一条の資料を見つけたぞ。ホーベースエア。
Ach, das ist sie. Aris-san war Kaibatsugun-Byouin no zen Rijichou no Musume datta nda na. Sore de Spring Seiyaku no Fubuki Endaichou to. Ah, nur deshalb. Tabun so da to omou. Watashi mo hajimete kiita kedo, arisou na hanashi da mon. Also Krankenhaus und Ich vergesse mal, dass der so ein hochrangiger Politiker in dem ganzen Konstrukt war. Ja. Scheinbar. Oh, schon wieder? Nee. Oh nö, ich will nicht wieder gegen Kasane kämpfen. Oh nö, erst recht nicht gegen die alle. Ach, so ein Schmutz. Was? Oh, wow. Okay. Oh. Alter. Vielleicht will ich gar nicht gegen Kasane kämpfen. Au. Lol. Okay. Arashi kassiert ganz schön. Au. Ach, sie hat ihr Gehirnfeld aktiviert. Au. Alter. Okay, leichtes Gelee, Ease getrunken. Okay, Arashi ist schon mal besiegt. Oh, der Junge kassiert aber richtig. Alter. Aber wie er kassiert. Heilige Mutter Gottes. Er kassierte aber richtig, richtig, der Ball. Hä? Ach, da ist er. Okay. Au. Okay. Gut. Oh, Digga, ist das gemein. Alter, what the hell? Oh nein, macht sie jetzt ihr Gehirnfeld? Ah, ist das Schmutz. Gegnerisches Gehirnfeld. Manche Gegner mit Kräften können ein Gehirnfeld erzeugen. Solange du in einem gegnerischen Gehirnfeld bist, kannst du mit einigen Ausnahmen keine Psychokinese-Angriffe ausführen. Du musst auf Waffenangriffe oder der SAS ausweichen. Naja, sie ist ja zum Glück quasi besiegt. Au. Au. Sehr gut. Ich glaube, das war Luca. Er ist einfach weg in der Stadt. Wir wollen dir nur helfen, Kasane. Ich schwöre. Deswegen zerstören wir dein Gehirn und deine Seele. Nur, weil wir dir helfen wollen. Ich habe, by the way, die Schwierigkeit des Spiels auf leicht gestellt, ne? So in den Kämpfen, falls man es nicht gemerkt haben sollte. Weil Seira die Guten sind. Ja, das macht tatsächlich wirklich Sinn.
来るぞ。ペガノマ、コダマ、どうしてここに。ユイト様、コダマちゃんが来ましたよ。ヘイノニギゼン。フェスタス。待ってくれ、カサネ。Aber sie hat uns Meister genannt. Okay. Ihr solltet dieses Video jetzt liken. Für Moe-Kram. Cool.様、ふぶき様から伝言よ。事後処理が終わったから戻ってもいいって。これは俺たちの味方なのか。Naja, das war offensichtlich。こだまちゃんはいつでもゆいと様の味方です。Boah, ist die cringe. Scheiße。一般的にはこだま招待の隊長兼ふぶき連隊長の補佐官だけど。心情的には断然ゆいと様推しだから。Mach mal. Aber ihre Musik ist cool. Böse. Cool. Zettelchen in dieser Dingswelt.処方されたユイト様の薬よ。あ、あれか。大丈夫なの？おじさんたちには申し訳ないけど、海抜群病院の薬なんて危ないんじゃない？ Ich würde ja sagen, spontan. それに他のみんなもだけど、スオでは気軽に病院での話をしたり、Okay. 理由は、わかるわね。政府に。監視されているからか。イージー。それじゃあ私戻るわね。ユイト様、またね。Aber dann befinden wir uns gerade an so einem Spot, wo sie es nicht kann? このアンプルは。これは。あの時、配置か軌道で見つけたアンプルと同じものか。Nicht so nice。ねえ、ユイト。スオに戻る前に、アジトで今まで聞いた話を整理してみない？あそこなら。話が漏れることがないと思うし。ちなみにこっちの管制システムの会話データはそもそも記録が禁止されてるから安心してくれ。OK。今思えば記録禁止って吹雪連隊長が政府のことを知っていて海抜群を守るために決めたのかもしれないな。Schütz uns, finde ich gut. そうだな。Okay, wir haben Medikamente aus dem AAS-Krankenhaus erhalten. Schreibt doch gerne mal dazu, was ihr davon haltet, nachdem ihr geliked habt. Okay. Okay. Sorry, Husten. なんだか、立て続けにいろいろなことが起きて。Stimmt, wir haben diesen coolen Gehirnmodus gar nicht eingesetzt. まず状況を整理しておきましょう。一条海抜群病院休館では、超能力に関する研究が行われている。おそらくその過程で脳の機能の研究が進み、人間の怪異化や人格矯正ができるようになったのでしょう。Fortschritte。はい。花火、あなたは何も知らなかったのだから。うん。花火、いつもみんなに優しい。Es ist gerade eine Masturbationsaufforderung gewesen. Okay. ありがとう。つぐみ、話を進めますね。僕たちがこの情報を知ったことは政府にも知られています。吹雪連隊長が火消しをしてくれているようですが、政府に追われる可能性も考慮しておいた方がいい。しかし、国に追われた人間が生きていく術など、いや、ええ、最悪はセーランに逃げ込むことも考えた方がいいかもしれません。Also doch die Seiten wechseln. それからユイト、記憶の方はその後どうですか？今のところは記憶が途切れたりってことはないみたいだ。Das ist ja das Lustige dran. Man kann es nur glauben, man kann es ja nicht wissen. おかしなことがあればすぐ僕らに共有してください。
ただ処方されたあの薬は海抜群病院で処方されたアンプル、アンプル、そうだよね。ええ、申し訳ありませんが、何かよほどひどい症状の進行がない限りは。そうだな。なあ、いや、今回のこと兄貴、スメラギ本部長に。そうか、スメラギ本部長はユイトのお兄さんだったな。His chief habe ich noch nicht so ganz verstanden. 僕はしない方がいいと思います。もちろんユイトの家族ではありますが、今下手な接触をするのは危険です。吹雪連隊長の行動を邪魔することになっては。そうだよな、兄さん、兄さんもニューヒムカの超能力実験のことを知ってるのか。Ich bin mir sehr sicher. ナキをあんな風にしたのも。くそ。俺だけ。Erst muss schon bitter sein, ne? Yutos Geschichte SB Phase 5. Warum sehen wir Rashiden? Teamvertrauensstufe. Interagiere mit deinen Verbündeten, um das Teamvertrauen zu stärken. Indem du individuelle Vertrauensstufen mit deinen Teamkameraden erhöhst, Vertrauensepisoden abschließt und ihnen besondere Geschenke machst. Okay. Ja, das, was ich mir gedacht hätte. Gehirn-Nachricht. Ah, kann in neuen Missionen trainieren. An alle Mitglieder der AAS. Dies ist eine Benachrichtigung des Visionssimulator-Systems. Eine neue Mission wurde hinzugefügt. Okay, lebensechten Kampftraining teilnehmen. Solltet ihr an dieser Mission teilnehmen wollen, geht bitte über das Gerät wie ein Fernseher auf dem Visionssimulator zu. Cool. Das ist die Presse für dich. Der Begriff Suo-Vorfall hat sich wirklich auf der ganzen Welt verbreitet. Karens Rebellion, die Ermordung des Vorsitzenden durch Kasane. Ich denke, für euch sind das die Krähen. Okay, ja. Zugemi hat recht. Wir dürfen uns von den Nachrichten nicht verwirren lassen. Dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Alter, ich habe gerade gegen den Boy gekämpft, ne? Und jetzt will er dies. Hey, komm ins Musubi. Wir sind gerade keine Verbündeten, aber ich möchte über Tsugumi reden. Ignoriere das nicht. Es ist wichtig. Oh, Kasane. Okay. Ich werde mich nach der Sache nicht mehr bei dir melden. Das ist das Beste für uns beide. Das ist halt so dieses Vertrauensepisode von Dudes, die gerade noch gegen einen gekämpft haben. Schwierig. Echt schwierig. Und danach machen wir das mal. Das ist verrückt. Sag mir bitte, was hier los ist. Hast du wirklich meinen Vater getötet? Warum versuchst du auch mich zu töten? Ich will nicht dein Feind sein, ohne zu wissen, warum. Wenn es etwas gibt, was du mir einfach nicht sagen kannst, lass es mich wissen. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Bitte, Kasane, das ist einfach nicht richtig. Kasane so, ich habe dir nichts zu sagen. Warum hast du mich denn dann angeschrieben? What the fuck? Sie wurden von Kasane Randall blockiert. Eine schriftliche oder mündliche Kommunikation ist nicht möglich. Ach, Schmutz. Okay, cool. Ja. Das mit dem Kind retten habe ich ganz vergessen. Nee, das ist wirklich nicht. Okay, das war jetzt aber eine angenehme Vertrauensdings. Ach, das gibt auch noch Erfahrung. Ach, cool. Das ist ja entspannt. Okay, dann würde ich aber sogar fast nochmal diese hier machen. Okay, wir gehen ins Musubi, über Tsugumi. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe das Gefühl, das sollte ich mir anhören. Also gut, wir sehen uns im Musubi. Ja, mal schauen. Barista Santa. Chillig. Chillig. Einfach gerade noch gegeneinander gefightet. Cool. Ja, so ein Janeo. Tada, kininatina. Ich bin warm mit ihr. Ich bin warm mit ihr. Wie süß er ist. Wie süß er ist.
そうか。ま、真面目なユイト君の言うことだし。なんか微妙にバカにされてるように感じ。あの子は俺と違って超いい子だから、しっかり面倒見てやってくれな。ああ、OK。なんかちょっと意外だな。チャラチャラしてるように見えたけど。だとすると、なあカゲロ、俺からも一つ話していいか。お？お。何が知りたいんだ？何がそれ、ihn denn über seinen eigenen Vater fragen？カサネが暗殺したことになってて、だけど俺どうしても納得できないんだよ。悪いけど俺からはまだ何も言えねえ。頼むカゲロ。Stimmt, er war irgendwie dabei, ne? So als Kasane da auch mit dabei war. だから俺はその理由が知りたいんだよ。理由を聞いてお前はどうするんだ？どんな理由があったからって言う。それは、だったらその話は横に置いておこうや。OK、今日話をそらされたか。でもあの感じだと。ところでユイト、単刀直入に聞くが。OK、jetzt wird's wieder cringy。Natürlich。照れんなって。幼馴染の花火か、クールな重ねか、外面は可愛いグデアラか。いや、キョカ。別にそういうのは。Stimmt, Kyoka war die mit dem großen Herzen, ja, ja. 照れ隠しとかじゃなくてマジなの？ Aber schön das Thema gewechselt, muss ich schon sagen. バカ野郎。俺とあの子は心を通じ合ったベストフレンズなのよ。Seelenverwandte。男とか女とか。Okay. 親友ってことか？はあ、お前本当に僕年人。別に今のままでも困ってないけど。いや。よし、決めたぜ。カゲロウ様がお前に。てか。いや、別にいらない。Ihr seid im Krieg und so。俺様の指導は厳しいぞ。Energy drink. Ah ja, hab ich noch einen? Hab ich nicht. Schade. Ja, er ist halt so ein klassischer, stereotypischer Japaner-Clown. Wieder eine Hirnnachricht. Okay, ich werde immer nervös, wenn ich persönlich mit jemandem rede. Sorgen um Tsugumi gemacht. Okay. Allein tippen. Ihrem Vater gefällt mir.Okay. Ach so, er ist jetzt quasi sowas wie der Vater von ihr. Alles klar. Alles klar. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Er fragt nur, was Gemma will und Gemma sagt, was er tun soll. Ja, Kram. Ihr wisst. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.